Sandra von Beach Inspector und ich bin heute für euch im Nordwesten Gran Canarias unterwegs. Und das hinter mir, das ist der Playa de El Risco. Das ist ein naturbelassener Strand, der Teil eines Naturparks ist. An diesem Strand findet ihr hauptsächlich Steine vor. Hinter mir gibt es noch einen kleinen Abschnitt mit etwas Sand im Wasser. Rechts vom Strand findet ihr außerdem auf einigen hohen Felsen ein paar Fischer, die hier ihr Glück versuchen. Und allgemein muss man sagen, dass es hier sehr große Wellen gibt, die auch teils sehr gefährlich sein können. Um hierher zu gelangen, müsst ihr einen kleinen Schotterweg auf euch nehmen, den ihr mit etwas Mühe aber recht schnell finden werdet.